Willkommen zu einer neuen Runde Total War Warhammer. Weiter geht's. Und wir haben eben diese schöne Questschlacht geschlagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir die schaffen. Die Chancen standen eigentlich ziemlich schlecht, aber wir haben es geschafft. Kleines bisschen stolz drauf. Und bevor ich jetzt noch ein paar andere Sachen loslege, möchte ich zwei Wünsche noch erfüllen und zwei Fragen aus dem Twitch-Chat. Und einmal von der MD, dessen Freundin Geburtstag hat, die JJ. Und er wünscht sich, dass sie einen Gruß bekommt. Das mache ich doch gerne. Viele Grüße. Schönen Geburtstag, alles Gute an JJ von mir. Hoffe, du hast einen schönen Tag und machst dir noch einen schönen Abend mit deinem Freund. Und von Warfears eine Frage, wie man Kommandanten rekrutiert. Das ist hier in der zweiten Übersicht, nicht in der Armeeübersicht, sondern in dem Gebäudefenster. Kann man hier unten Kommandanten rekrutieren und Helden rekrutieren. So. Das kann man halt noch machen, wo man hier auch den Gebäudebrowser hat und die Übersicht. Da ist das also alles möglich. Falls andere Fragen sind, Wünsche, Musikwünsche, wünscht euch ein Lied, wünscht euch was zum Geburtstag, ich komme zu euch nach Hause und mache euch den Clown, schreibt alles in den Twitch-Chat. Ich male euch ein Bild, alles kein Problem. Warum wechselt eigentlich gerade so schnell immer die Zeit? Ist ein bisschen irritierend gerade. Mir wechselt gerade ständig Tag, Nacht, Regen, Schnee. Ist irgendwie von den Zoom-Stufen abhängig. Weil hier hinten, weil hier ist irgendwie so rot, hier ist Schnee, es sollte nicht so viel rumscrollen. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte jetzt, genau, das habe ich eigentlich, die lagern gerade. Ich habe Armeen zusammengelegt, um ein bisschen Unterhaltskosten zu sparen, weil das ein bisschen mies ist. Und die Armee von Willi Treska Sprosthüter hat auch nichts zu tun, dann kann ich eh eine Pause jetzt machen. Aber Archon ist nach einem Level aufgestiegen. Falls ihr das übrigens irgendwann rausfindet, warum der Skillpunkte verloren hat, ob das halt ein Bug war oder ob es halt spieltechnisch bedingt war, wäre ich euch sehr froh. Dann. Ich würde ganz gerne wissen, woran das liegt, dass meine Skillpunkte weg sind. Das ärgert mich sehr. Wenn ihr da irgendwas erfahrt, sagt mir gern Bescheid. Rüstung des Morka. Okay, was ist das? Das ist wieder eine neue Questaufgabe wahrscheinlich, die ich dann bekomme. Wie der Königsmörder, das habe ich jetzt ja. Hat auch eine neue Ability bekommen. Das wirkt schon ziemlich stark alles. Ich hoffe, dass mir das in den späteren Runden nicht fehlen wird, dass ich jetzt einfach weniger Skillpunkte habe. Und er damit weniger Abilities hat. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. 5, 8, ausweichen. Beständig. 6 Geschwindigkeit. Das ist schon ganz gut. Ausweichen. Es kommt hier hinten noch Erholung. Chance auf Kontrollverlust, was auch immer das heißt. Energievorrat der Winde. Magie plus 15. Chance auf magischen Gegenstand. Fähigkeit tödlicher Ansturm. Vitalität. Angriffsbonus. Geschwindigkeit. Vernichtender Angriff. 6, 16, 30. Dickhäutig. Rüstung. Schwer zu treffen. Tödliche Klinge. So, und kriegt er eine tödliche Klinge. Ist jetzt die Runde eigentlich vorbei? Die gerade beendet? Nee. Ich glaube, ich habe sie gar nicht beendet, oder? Sonst hätte er seine Bewegungspunkte. Ne, das passt. So, jetzt beende ich die Runde. Der greift mich die ganze Zeit mit seinem Agenten an. Ich glaube, den muss ich mal ausschalten. Im Moment zieht er sich mit der Ostmark mit der Armee zurück und jagt mich nicht mehr die ganze Zeit. Das war ein bisschen anstrengend. Aber er macht die ganze Zeit Einheiten angreifen. Ist aber gescheitert. Okay, ich kriege 1500 Gunst, wenn ich mir Chaosritter Lanzen hole. Das kann man doch irgendwie machen. Aufgabe erteilt. Rüstung des Morkas. Das erste in dieser Questreihe in der neuen. Das mache ich doch mal. Da ist mal wieder zurückreisen und gucken, dass ich meine
Einheiten verbessere, so in den Lagermodus. Und dann rekrutiere ich mal einmal Chaosritter mit Lanzen. Will ich eigentlich gar nicht so gerne, weil die im Ansturm wichtig sind und das. Ich habe so schon genug zu tun, aber ich kriege ja 1000 Kirche praktisch geschenkt. Bezahlt zwar den Unterhalt. Da müsste ich 2 Runden an dem Ort bleiben. Will ich das gerade? 2 Runden. Ich mache es einfach später. Ich muss dran denken, dass ich das noch machen muss. Ja, die erholen sich auch relativ gut. So. So, der Fregnus haut jetzt mal diesen Spinner um, der die ganze Zeit meine Einheiten angreift. Gescheitert natürlich. Und ich wandere mit ihm einfach. Okay, warum kann er nichts machen? Weil er im Linksmodus ist. Kislev gehört zur Ostmark und er hat ein bisschen starke. Die Ostmark, wie stark ist denn die Ostmark? Im Diplomatie-Screen. 17. Insgesamt bin ich stärker als die. Die harassen mich halt nur mit ihrer Arschloch-Armee, weil sie damit besser sind als ich, aber ansonsten im direkten Kampf kann der nämlich nichts. Beweg mich mal hierhin. Never stop. Und gehe dann in den Erholungsmodus. Da kann ein bisschen plündern eigentlich. Soll vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Erstmal Lager aufschlagen, ein bisschen erholen und dann plündere ich in der nächsten Runde. Im Chat wird mir fleißig Sachen gewünscht jetzt. Gucken. Schreibt mir das alles auf. Eure Wünsche erfülle ich dann alle. Der Reihe nach, schreibt mir alles auf. Natürlich mache ich das alles. Natürlich. Kein Problem. Gerne für euch. Ist ja klar. Ich werde einfach in der Armee, weil ich hier gar nicht die Gebäude habe, in der anderen Armee vom Spross-Töter, der auch, wie langsam halt das Wachstum ist. Und der ist auch Level 1. Es kommt alles mit der Armee gar nicht in Gang. Und werde ich so machen, dass ich hier die Einheiten rekrutiere und in die Armee verschiebe dann. Zum Beispiel, wie viel Chaosreiter hat er noch? 3. Chaosbrut 1. Dass ich ein paar Chaosritter und dann vielleicht mit der Lanze die dann einfach in die Armee von Willi Treska verschiebe. Dann geht das schon. Fregnus, der Fregnus Mardik ist noch ein Level aufgestiegen. Ist schon Level 17. Die geile Sau. Und hier ein bisschen die Belagerungszeit zurücksetzen oder runtersetzen ist ziemlich gut. Und hey, dieser Typ, wenn ich den erwische, die ganze Zeit harasst er meine Armee. Ostland ausgelöscht. 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 Und jetzt hat er Einheiten. Das ist so eine Sau. Verübt ein erfolgreiches Attentat auf folgenden Charakter. Ja, sehr gerne inzwischen. Kritisch gescheitert. Es wurde auch noch verwundet. Das heißt, er muss sich erstmal erholen. Wahnsinn. Dieser Typ, wenn ich den erwische, der wird nicht nur getötet, der wird in meine spezielle Folterkammer eingeladen. Kann er sich mal drauf freuen. Wahnsinn. Der geht mir ein bisschen plündern. Hier gibt es überhaupt nichts zu plündern in der Nähe. Naja, machen wir es wieder so. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen weiterkommen. Hier ist jetzt aber eine Straße, so eine Bergstraße. Komme ich, glaube ich, besser lang als hier unten. Oder? Das ist überhaupt eine Bergstraße, dann ist nur die Grenze. Komme ich besser jetzt hier lang, unten, über Volksgrad oder über die Stellen? Ich gucke gerade, was der Weg ist, der am wenigsten anstrengend ist. Aber hier kommt er nur so weit. Ich glaube, hier komme ich besser lang. Mein Destiny lies this way. So, eine Runde ruhe ich noch. Nächstes Mal geht es dann ein bisschen weiter. Wenn ich dann eh Einheiten rekrutiere, kann ich ja eh
Wenn ich Einheiten rekrutiere, kann ich dann ja nachher eh noch die restlichen Leute heilen. Von daher passt das ja. So, Willi Treska. Ich will mal ein bisschen die öffentliche Ordnung mal runtersetzen und Korruption erhöhen. Der plündert ja einfach ein bisschen rum. So. Und mein Fregnus muss ich ein bisschen erholen. Chaos-Barbaren-Billiger, Chaos-Krieger, Verstoßene, Chaos-Trolle. Habe ich alles überhaupt nicht. Warum denn nicht? Das kostet viel zu viel. Chaos-Krieger habe ich ein paar. Führerschaft, ja, mach ruhig. Wehe, der kommt wieder. Wehe. Ja genau, hau endlich ab. Danke. Furchtbar. Und der beobachtet mich ganz genau. Könnte ich die Skelinger vom Norden mal einfallen? Moment, habe ich mal einmal ein positives Ereignis, auch wenn ich es gerade nicht so gebrauchen kann, weil ich da nicht zu viel mache. So, jetzt mal hier in Marschmodus. Ich will mal hier ordentlich vorankommen. Und dann gibt es hier mal Stress. Ich kann ja mal gucken, wo der bleibt. Die Ostmark geht mir ein bisschen auf die Nerven. Wie viel plündert der pro Runde? 147 immerhin. Habe ich auch ein bisschen was davon. Ich bleib einfach in der Nähe, plünder hier ein bisschen vor mich hin. Oder ich lege mal Rast ein, dass die sich erholen können. So. Da kommen sie schon wieder und doch nicht erholen. Ich krieg euch noch, das wisst ihr schon. Oh fuck. Das sind zwei Armeen. Ah, ich hätte mich zurückziehen. Nein, ich will doch jetzt nicht mehr diese Armee verlieren. Das kämpfe ich jetzt gar nicht. Das will ich überhaupt nicht sehen, das Elend. Das ist auch ein Scheißkampf, ich will die aber nicht verlieren. Komm, zieh dich einfach zurück. Nein, nein. Ich hasse ihn. Ja, das dachte ich mir. Ich glaube, die ganze Armee ist futsch, oder? Ja. Ich habe keine Lust auf diesen Kampf jetzt. Fuck. Fuck. Das war so klar. Ey, die Ostmark, die steht als nächstes ganz oben. Auf der Liste. So, Jungs. Es war so klar. Diese Arschgeigen. So ein Hass auf die. So Jungs, jetzt komme ich auch mit meiner richtigen Armee und dann viel Spaß. Mit der Reiterei, das nervt so ein bisschen. Eigentlich muss man immer wieder von vorn mit den anstürmen, mit den... Ich kann jetzt ja hier die Chaosritter mit den Lanzen rekrutieren. Das hat so eine Schockkavallerie. Das heißt, es ist immer gut, wenn man immer wieder neu anstürmt. Da haben sie einen hohen Angriffsbonus. Ansonsten sind sie 10% schlechter ungefähr. Dann mag ich die normalen Chaosritter lieber.
2, 2. Will ich noch einen Chaos-Barbaren reiten? 3 reichen mir eigentlich. Chaos-Runde will ich auch nicht. Die sind im Unterhalt schon ein ganzes Stück teurer, die Chaos-Ritter. Ich vergleiche gerade mal ein bisschen die Werte. Die sind halt fix. Und das macht schon viel aus. Wie schnell sind die denn? Geschwindigkeit 102. Ich kann auch nicht die ganze nur mit Chaos-Rittern vollstopfen. Ich mag es, dass sie schnell sind, aber sie haben von der Waffenstärke gibt es dann schon bessere. Gerade die Auserkorenen. Bräuchte ich schon noch ein paar. Bräuchte ich in der Mitte schon so einen Block von ein paar Starken und die anderen kommen über die Flanken. Auserkorene mit der Zweihandwaffe. Oder mit der Hellebarde gegen große Feinde. Oder Auserkorene mit dem Panzerung und Schild. So. Rekrutiere ich die. Und dann geht's hier der Ostmark an den Kragen. Die ganze Zeit mich nerven. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wie gerade schreibt es auch was Gutes. Ich habe wieder ein positives Einkommen, dadurch, dass meine Armee vernichtet wurde. Ja, ja. Versuchen wir es ein bisschen positiv zu sehen. Blind, träge. Ist das, was hier für eine Krüppel-Leute angeboten werden? Ich will meine... vielleicht ein paar Helden rekrutieren. Einer ist blind, einer ist träge. Jawohl, leicht abgelenkt und unförmig. Verstümmelter Arm. Die ganz großen Leute werden mir hier angeboten. Vielen Dank. Kann ich was bauen? Wie ist mein Überschuss? Fünf. Muss eh noch bis nach dem Überschuss warten. Kann was ich jetzt nächstes bauen möchte. Chaos, Korruption, Unterhalt, Verstoßene kann ich damit rekrutieren. Chaos, Korruption wird erhöht, Unterhalt für Verstoßene verringert. Unterhalt sind die Drachenoger, das sind Chaos Riesen. Das bringt allen was. Ich mache jetzt nicht, glaube ich, den Reliquien. Die Hügel der Klingen und Reliquienschrein. Das ist, glaube ich, das, was als nächstes ansteht. Das bringt allen was. Und dann kann ich vielleicht nochmal andere Einheiten bauen. Ja, dann ist das doch gar nicht so verkehrt. Beenden wir die Runde mal. Naja, du... Stimmt, der... Mission erteilt. Plündert die folgende Region, Zavastra. Ja, genau, weil ich da eben einfach sofort bin. Muss eh noch eine Runde hier bleiben, bis auch die rekrutiert sind. Dann ist auch nicht mehr viel mit Einkommen. Die Gebäude kosten ja auch wieder Geld. Welches Gebäude wollte ich bauen? Das hier. Nee, das hier, Hügel der Klingen. Unterhalt, günstigerer Unterhalt, ja. 5% immerhin schon mal.
Aufgabe erfolgreich. Ha! 1500 Gunst. Verfügt zu Beginn eures Zuges über 15.000 in eurer gesamten Gunst. Da habe ich auch nichts gegen, wenn das mal soweit ist. Muss halt dann mal soweit sein. Dann kann ich die Grenze hier nicht überschreiten. Sie ist so gut abgeriegelt, dass ich da nicht rüberkomme, oder was? Das ist ein Fluss. Ich komme nicht über den Fluss, oder was? Willst du mich verarschen? Muss ich hier erst zur Brücke? Na dann. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Hier geht auch der Fluss lang. Das heißt, ich muss hier über die Brücke. Da hier eh nichts zu holen ist, gehe ich mal einfach in den Marsch. Stance. Weil plündern ist hier nicht. Die Ostmark sei fleißig dabei, seine Städte zu verteidigen. Und der Fregnus Mardik ist wieder da. Machen wir denn den Fregnus? Da. So, den haue ich jetzt erstmal aus den Socken. Weil es kann mit dem nicht sein. Es kostet mich alles Geld. Es klappt nicht. Es ist ein Hass. Vielleicht gehe ich sonst auch nach Zavastra. Hier sind eh so viele Armeen. Und plündere das. Eh eine Mission, die ich habe. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig an. Eine Runde, wahrscheinlich schaffe ich es nicht mal mehr. Obwohl ich mir jetzt eine Mühe gebe, mal die Mission zu erfüllen. Natürlich. Natürlich. Jetzt. Der Fridus kommt mal mit. Bisschen Stress machen. Plündern. Ziehen wir ruhig ein bisschen plündern durch die Gegend. Stört auch ein bisschen die öffentliche Ordnung. Bewegungsreichweite ist reduziert. Einkommen durch Plündern, öffentliche Ordnung, Wachstum. Passt. Oh, ich mache einen Fähigkeitenpunkt mit dem Dekasor bekommen. Mit dem Dekasor, so rum. Der Dekasor ist hier. Was kriegt er noch für einen Punkt? Da gibt es nur einen Punkt drin, schade. Kriegt er noch ein besseres Pferd? Erhöht die Rüstung noch mal ordentlich. Na dann. Soll er es doch bekommen? Und spätestens, wenn ich das hier erobert habe, kommt er noch mal. Ja, jetzt kommt er hier. Der, ey. Wie, der macht was. Sag mal, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Hat mir gerade den Tipp gegeben, dass ich direkt in den Mitteilungsfenster draufklicken kann und direkt zum Helden komme und das nicht so umständlich machen muss. Jetzt hau den um! Das kostet mich doch jedes Mal Geld! Jetzt hau dich doch um! Ich hab so einen Hass auf den. Das ist der Wahnsinn. So, Zavastra. Es wird nicht mehr geplündert, jetzt gibt's halt richtig einen auf die Mütze. Danke sehr. Tschüss. Ein verloren. Vielen Dank. Zavastra hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, aber ich will auf die 15.000 kommen.
rauben jetzt einmal aus. I refuse such orders. No. Gab's nicht irgendwie noch irgendwo eine Möglichkeit, dass die ganze Zeit Erfahrungspunkte dazu kriegen oder so? Rekrutierungskapazität, Chance auf Hinterhalt, Verschleiß, Korruption. Feindesjäger wollte ich ja lernen. So. Da gibt es noch was anderes, was hier oben vielleicht noch sinnvoll ist. Ich könnte hier Chaosritter den Angriffsbonus verbessern. Waffenstärke plus 7. Machen wir das erstmal. Nahkampfangriff. War das vielleicht beim... Fregnus Malik? Gucken wir ganz kurz rein. Wenn er in der Armee ist oder so, dass er ganz halt die... Zieleigene Armee. Jede Runde Erfahrung. Ja genau, der Drillmeister, der war das. Stadt hier schon erobert, kaputt gemacht. Die nächsten Runde reiße ich hier auch komplett ab, wenn keine Verstärkung kommt. Das will ich eben noch machen. Wolfram, aha. Kontrollverlust klingt auch so geil. 100% Chance. Erdender Stab. Ist ja noch eine Möglichkeit, ihnen die Armee mit aufzunehmen, damit er jede Runde Erfahrungspunkte gibt. Absolutely not. Der ist Level 6. Der Hampelmann. So, niederreißen. Tschüss. So, die Ostmark. Ich kriege das alles wieder, was sie vorhin mit mir gemacht hat. Das ist eigentlich ein cooler Charakter hier. Aneka, die heulende Hexe. Von den Vampirfürsten, okay. Wenn sie mir noch neutral anscheinend zueinander. Na dann. Probiere ich das nochmal. Das ist zum Heulen mit den Agenten. Ah! Furchtbar! Na gut. Naja, jetzt sind wir eigentlich in einer ganz guten Position. Ich habe ja ein bisschen was weitergeführt. Was habe ich eigentlich hier für eine Aufgabe der Rüstung? Das Morka 15.000 zusammensammeln. Das geht ja einigermaßen. Ich kann ja wieder ein bisschen plündernd weiter durch die Ostmark ziehen. Und hier Richtung Kislev mal schauen. Fort Jakova in die Richtung. Oder. Mit den Skellingern möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Die sind ziemlich stark. Habe eigentlich auch keinen Stress mit denen. Mein Ziel ist es ja eh. Wenn man auch mal guckt, was mein prinzipielles Kampagnenziel ist. In der langen Kampagne oder in der kurzen Kampagne. 15 Siedlungen niederreißen und das Imperium und Bretonien zerstören mindestens. Oder noch die Zwerge platt machen und 40 Siedlungen kaputt machen. Also noch einiges zu tun. Auch in der Kapitelanzahl 8. Ja, das kann ich eigentlich auch machen. 3 Siedlungen noch für das aktuelle Kapitel. Ich habe zusätzlich das Bonusziel erfüllt. Das Bonusziel erfüllt. Krieg gegen so viele Fraktionen führen geht nicht, weil es immer weniger Fraktionen werden. Der nördliche Oblast. Das ist auch eine geile Aufgabe, oder? Also das ist auch so... Ein Bug ist es nicht, einfach was die Entwickler übersehen haben. Wenn ich jetzt die Aufgabe habe, die Chaos-Korruption hochzuhalten, wenn die ganze
Region ist auch schon zerstört. Wie hoch ist denn die Korruption hier überhaupt? Kann ich mir nicht mal anzeigen lassen, wenn ich nicht da bin. Die, hier gibt es auch überhaupt nicht mehr. Die, als die Fraktion zerstört wurde, war es wahrscheinlich unter 25% und jetzt zählt es nicht. Mein 1000 Gunst ist jetzt nicht die Welt, aber es wäre halt trotzdem einfach nett. Das ärgert dann schon ein bisschen. Naja. Also. Komischerweise, meine nächsten Ziele sind Tod und Zerstörung. In die Lande tragen, mehr Siedlungen ausrauben und zerstören. Und dann als nächstes ja, das erfüllen. Dann die Rüstung der Smorka weiter angehen, wenn ich 15.000 Gunst habe. Und mal gucken, wie sich diese Questreihe weiterentwickelt. Wahrscheinlich auch wieder zu einer großen Schlacht. Mal gucken, ob ich demnächst auch wieder ein Abenteuer angehe mit einer zweiten Armee. Ich glaube, sobald mache ich das nicht. Mein Geld, was ich jetzt habe, investiere ich dann lieber erstmal in die Horde. Da habe ich auch noch einige Gebäude, die ich bauen möchte, was relativ viel Geld kostet immer. Man sieht es hier, 12.000, 12.000, 12.000. Und die Forschungssachen hier hinten kosten auch richtig viel, 20.000. Deswegen das Abenteuer zweite Armee gönne ich mir sobald nicht nochmal. Lieber mit einer Armee, die richtig stark machen und dann Stress machen. All das in den nächsten Folgen von Total War Warhammer mit Chaos. Als nächstes werde ich dann Richtung Zwerge gehen wieder. Und wenn ihr auch gerne mal den Zwergen in die Kampagne reinschaut, was ich ja parallel spiele auf YouTube und auf Twitch. Das spielt sich wieder ein bisschen ganz anders, was mir auch gefällt. Da freue ich mich schon wieder drauf, wenn ich dann da wieder auch Städte aufbauen kann. Wenn ich ein Imperium selber halte, Städte baue und die ausbaue und nicht nur eine fiese Horde habe, die Brandschatzen durch die Gegend rennt, sondern auch mal was aufbaue. Finde ich nämlich auch nicht so schlecht. Also, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen hier bei Total War Warhammer Chaos und bis zum nächsten Mal.